Herzlich willkommen, liebe Freunde. Aus aktuellem Anlass möchte ich euch auf einen Artikel hinweisen, den ich vor wenigen Tagen geschrieben und veröffentlicht habe. Der Artikel trägt den Namen Folgenreiche Zerreißproben und das Gebot der Besonnenheit. Der Titel verrät im Grunde genommen schon im Wesentlichen, worum es geht, dass wir hier vor einer ganz großen Herausforderung stehen, die sich dadurch darstellt, dass wir durch ganz bestimmte Erdmagnetfeldanomalien, die wir tatsächlich gerade messen, feststellen können, einen Zustand versetzt werden können. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir Dinge sehen in einer Klarheit, wo ich sage, dass es ist vertretbar zu sagen, wir sehen die Dinge so, wie sie sind, und die können dann recht ungeschönt erscheinen, quasi, dass das Biest seine Maske verloren hat. Diese Wortwahl oder dieser Ausdruck ist insofern, glaube ich, ganz brauchbar, weil ich beziehe mich hier auf eine Studie, die Professor Franz Hallberg von der University of Minnesota über 39 Jahre durchgeführt hat und festgestellt hat, dass ein terroristisches Verhalten von Menschen tatsächlich im Zusammenhang mit geomagnetischen Anomalien stand. Das heißt, hier sind nicht die Terroristen per Knopfdruck oder per Felder einfach mal entstanden oder ins Leben gerufen worden oder aktiviert worden, sondern das Verhalten erklärt sich daraus, dass die Menschen ganz offenbar die Dinge in diesen Momenten so gesehen haben, wie wir sie zunehmend jetzt nämlich auch sehen werden. Dafür spricht sehr vieles, nämlich ungeschminkt. Und wie ich immer sage, wir werden in der letzten Phase des Erwachens die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Was dazu führen kann, die Wahrscheinlichkeit ist, wie gesagt, sehr groß, dass wir auch einige sehr unangenehme Dinge erkennen werden. Dinge, die einfach mal erkennen lassen, dass wir über viele, viele Jahre, nicht nur wir, sondern die ganze Welt über den Tisch gezogen wurden, um es mal sehr salopp auszudrücken. Und das kann dazu führen, dass die Aggressionsrate entsprechend hochgeht. Und wie ihr euch denken könnt, ist das genau das, was wir auf gar keinen Fall brauchen. Denn wenn das jetzt um die sogenannte Wandlung geht, um das sogenannte Erwachen geht, dann ist das natürlich die klassische Verhinderung dessen. Da gibt es eigentlich nur zwei Dinge, Angst und Aggression, um das zu vereiteln, was wir hier Erwachen oder den Aufstieg nennen. Aus dem Grunde habe ich diesen Artikel geschrieben. Ich werde euch da auch auf dem Laufenden halten. Aber ich möchte euch auf jeden Fall noch ganz kurz nahelegen, das im Fokus zu behalten, dass die Schumann-Resonanzen, die Anomalien in den letzten Tagen ganz herausragend anders waren. Eben atypisch, ganz speziell am 26. Mai mal wieder. Und darüber möchte ich insbesondere aufklären und nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir jetzt, egal was wir jetzt sehen, wenn das Biest sozusagen die Masken verliert oder seine Maske verliert, dass wir da besonnen bleiben, ganz besonders besonnen bleiben. Nach dem Motto, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder wie ich es mit dem Zitat von Sokrates immer sage, Menschen tun nichts Böses bewusst. Alles, was sie tun, tun sie aus dem Maß ihrer Unbewusstheit. Erst wenn sie voll bewusst, sprich voll erwacht wären, wären sie zu keiner asozialen, sprich bösen Handlung fähig. Aus dem Grunde sollten wir drüber stehen. Und aus dem Grunde habe ich diesen Artikel geschrieben und ich bitte euch, auch da große Aufmerksamkeit drauf zu legen, ihn lieber zweimal zu lesen, denn ich halte es für immens wichtig, dass wir auf diese Dinge jetzt achten, dass das zu den größten Herausforderungen jetzt gehört, die jetzt anstehen. Dankeschön.